In den Jahren 1994 und 1995 machte ein Pferd namens Wimpy von sich reden. Wenn auch nicht auf Gruppenniveau, so war der Robellino-Sohn im Besitz von Erhard Vogt bei 8 Starts nie schlechter als Zweiter. Wimpy, der von Dragan Ilić trainiert wurde, gewann 5 seiner Rennen, davon sogar 4 in Serie. Aus kleinsten Anfängen steigerte er sich bis in den Ausgleich 1. Sehen Sie hier alle seine Siege. Die Pferde kommen jetzt in die Zielgerade und Wimpy ist vorne. Adriatica in der Bahnmitte greift an. Weiter außen kommen Maiden und Windforce, aber Wimpy an der Innenseite vorne. Wimpy führt. Noch 450 Meter. Wimpy an der Spitze. Dahinter kommt an der Außenseite Maiden jetzt in die zweite Position. Mit dabei ist Windforce. Jetzt sind es noch gute 300 Meter und Wimpy an der Innenseite vorne mit 2-3 Längen. Dahinter Maiden in zweiter Position vor Windforce. Wimpy aber weiter vorne und Wimpy ist deutlich an der Spitze. Führt mit 4, mit 5 Längen. Jetzt noch 100 Meter. Wimpy löst sich vorne. Nach Belieben. Dahinter ist jetzt Windforce herangekommen an Maiden und zweites Pferd. Aber Maiden zieht noch einmal an. Aber Windforce wird Zweiter werden. Vorne gewinnt Wimpy vor Windforce, dritter Maiden. Unverändert an der Spitze Wimpy. Wimpy lässt sich hier schwer dirigieren, als es in den Einlauf geht, führt aber vor Alpha Guest. Nightwind kommt an der Innenseite, Ixil ist dicht auf, aber Wimpy an der Außenseite hat das Kommando. Jetzt kommt auch Hurricane ins Rennen. Wimpy tendiert ganz nach außen, führt aber vor Nightwind, Ixil und jetzt kommt Hurricane. Wimpy ist an der Spitze, Wimpy außen führt. Wimpy führt vor Nightwind und Hurricane dahinter, Ixil und Central Park und Wimpy wird das Rennen gewinnen. Wimpy gewinnt mit Andy Boschert nach vielen etlichen Problemen überlegen vor Nightwind, dritter wird Central Park. Die Pferde nähern sich der Zielgeraden und Wimpy hat das Kommando. Wimpy führt vor Night Home und Hability Chairs an der Innenseite. 600 Meter jetzt noch unter Führung von Wimpy. Wimpy allein an der Spitze vor Night Home, dann Hability Chairs, dahinter American Gigolo mit Chalan und an der Außenseite Furor, aber Wimpy ist vorne und marschiert weiter. Wimpy mit 2 Längen an der Spitze löst sich hier wie ein völlig überlegenes Pferd. Und Wimpy ist, das kann man jetzt schon sagen, der klipp und klar überlegene Sieger. Wimpy geht auf und davon, der zweite Platz geht an Hability Chairs, dritter wird Night Home, dahinter Bordos und dann kommt erst Magic Moment. 600 Meter noch und Wimpy ist vorne. Wimpy for My Way, dahinter ist Lennox in dritter Position, innen kommt Euphemist weiter, an der Außenseite ist Atlantico auf dem Vormarsch und in der Bahnmitte kommt Blushing Suitor, aber Wimpy führt. Wimpy mit 2 Längen, jetzt vor Euphemist, vor Lennox und My Way, dahinter kommt Blushing Suitor mit Atlantico. Wimpy an der Spitze, noch 300 Meter, Wimpy an der Innenseite führt. Jetzt kommt Lennox näher heran, an der Innenseite kämpft Euphemist. Blushing Suitor wird eingesetzt, Wimpy vorne und jetzt kommt Lennox, Lennox mit Wimpy. Lennox geht nach vorne, Lennox mit Wimpy, dahinter Euphemist mit Blushing Suitor. Wimpy zieht wieder an, Wimpy, Wimpy vor Lennox, Wimpy wird gewinnen. Wimpy gewinnt vor Lennox, Wimpy vor Lennox, dahinter Euphemist, dann Blushing Suitor. Kalshimashi führt. Wimpy ist innen dicht auf. Kalshimashi und Wimpy, dessen Reiter sich nach hinten orientiert, offenbar ein gutes Gefühl hat. Wimpy geht jetzt sofort nach vorne an Kalshimashi heran. Und diese beiden Pferde haben sich deutlich abgesondert. Dahinter Blushing Suitor, dahinter Assur, dann Faber an der Außenseite vor dem aufrückenden Greens Wooten. Wimpy ist vorne, aber Kalshimashi bleibt dabei. Und weiter innen kommt jetzt Blushing Suitor vor Greens Wooten, der stärker wird. Außen sind Faber und Assur. Wimpy führt, aber jetzt kommt Blushing Suitor. Wimpy vor Blushing Suitor und außen Kalshimashi. Aber Wimpy marschiert weiter. Wimpy. Und jetzt versucht es noch einmal. Innen, außen Kalshimashi und innen Blushing Suitor. Aber dieser Wimpy, der kann ja noch viel mehr. Wimpy gewinnt erneut. Wimpy ist erneut der Sieger. Und dahinter war es wieder einmal knapp zwischen außen Kalshimashi und innen Blushing Suitor. Mit einer Gewinnsumme von 86.700 D-Mark brachte Wimpy in jedem Rennen im Schnitt mehr als 10.000 Euro nach Hause. Hut ab!